Jedes Jahr entstehen mehr als 40 Millionen Tonnen Elektromüll, sogenannter E-Waste, auf der Welt. Computer, Fernsehgeräte, Handys. Und hier landet der Müll, in Accra, Ghanas Hauptstadt. In der Millionenmetropole leben die Menschen, die den Elektroschrott sammeln, damit er später recycelt werden kann. Die Menschen leiden unter den Entscheidungen multinationaler Konzerne und riskieren dabei Gesundheit und Leben. Doch wer trägt die Verantwortung für die Misere? Gibt es Zuständigkeiten oder gar Schuldige? In Accra lebt der Investigativjournalist Halifax Ansa Addo, der für eine der größten ghanaischen Zeitungen arbeitet. Er kennt sich im dreckigen Geschäft mit dem Müll aus. Wenn man ehrlich ist, muss man feststellen, dass wir in Ghana strenge Gesetze gegen Dinge erlassen, die wir nicht wollen. Drogen wollen wir nicht. Also haben wir entsprechende Gesetze geschaffen. In Ghana wollen wir auch keine bewaffnete Gewalt. Also gehen wir auch dagegen streng vor. Aber was ist mit dem Elektromüll? Den wollen wir auch nicht haben. Aber Gesetze dagegen haben wir keine. Es gibt keine rechtliche Handhabe gegen Mülllieferungen in unser Land. Das ist alles Heuchelei. Denn die Dinge, die wir nicht wollen, haben wir schon immer bekämpft. Das ist unsere Kultur. Aber hier geht's ums Geschäft, ums Geld. In Ghana ist der Secondhand-Markt sehr groß, denn wir können nicht viel selbst produzieren. Wir leben hauptsächlich vom Import, Import, Import. Jetzt aber, wo wir uns als Land immer mehr entwickeln, interessieren sich auch immer mehr Menschen für technische Geräte. Die meisten hier sind arbeitslos und haben kein Geld für neue Geräte. Deswegen gibt es einen großen Markt für gebrauchte Technik. In Accra liegt auch Akbok Bloshi, ein Slum, der als einer der verseuchtesten Plätze weltweit gilt. Hier leben etwa 40.000 Menschen auf ungefähr 16 Quadratkilometer. Die hier liegende Müllhalde ist mit großen Mengen an Blei, Cadmium und Quecksilber kontaminiert. Denn hier wird mit Elektroschrott gehandelt. Ghana ist weltweit einer der Hauptumschlagplätze für E-Waste und dessen Verarbeitung. In Akbok Bloshi gibt es an fast jeder Ecke kleine Reparaturshops. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Viele hier profitieren vom Elektromüll. Die einen lernen, alte und defekte Geräte wieder flott zu bekommen. Und die anderen, die Käufer, bekommen sie hier günstiger als vom Hersteller. Ich repariere viel. Manchmal nur ein Teil am Tag, dann aber auch wieder vier oder fünf. Wir kaufen nichts gebraucht, was wir nicht reparieren können. Nur was wir wieder hinbekommen, kaufen wir auch an. Ja, und Spaß macht es mir auch. Ich lerne täglich dazu, entwickle mich weiter. Deshalb mache ich die Arbeit gerne. Gelernt habe ich das alles von meinem Bruder. Ich bin Musiker, Künstler. Wir arbeiten nur mit gebrauchtem Equipment. Diese Geräte sind viel besser als die Neuware aus China. Ich habe Sachen von 71 bis heute. Läuft es optimal, kann der ausrangierte Elektromüll repariert und weiterverwendet werden. Im schlechtesten Fall landet er auf dem Müllberg. Wir kaufen gebrauchte Elektronikgeräte an und reparieren diese. Dann verkaufen wir sie in gutem Zustand weiter. Manchmal kaufen wir die Ware auch sozusagen blind an. Das ist Teil des Geschäfts. Das gehört einfach dazu, so läuft es. Da wiederum wissen wir dann aber nicht, wie der Zustand der Geräte ist. Wie stark sie also beschädigt oder wie stark gebraucht sie sind. Manchmal kaufen wir aber auch Ware an, die wir nicht mehr reparieren können. Die landen dann auf dem Schrottplatz. Im Durchschnitt schaffen wir es aber, etwa 80% der Geräte wieder hinzubekommen und weiterzuverkaufen. Elektromüll ist in Ghana ein wichtiger Wirtschaftszweig, denn die Zahlen steigen an.
Trotzdem habe ich den Eindruck, dass das in meinem Land keinen hohen Stellenwert genießt. Richtig ernst nehmen wir das nicht, obwohl wir wissen, dass Elektromüll gefährlich ist. Es gibt aber keine gemeinsame Anstrengung, sich der Sache anzunehmen, egal was die Politiker sagen. Unsere Position ist klar. Auch das Gesetz ist es. Illegaler Müll wird zurückgeschickt. Wer das nicht macht, der muss die Kosten dafür zahlen. Ganz einfach. Und man kann etwas Weisheit aus der letzten Strophe des Captain Planet Songs ziehen. Das Planetenteam ruft dir zu, mach mit. Die Rettung unserer Erde geschieht nur mit dir. Plündern und verschmutzen ist nicht gefragt. Hört, was Captain Planet zu euch sagt. Ihr habt die Macht. Anlässlich des 40. Jahrestages des Umweltschutzes in Ghana suchen Politiker nach Wegen, das Problem des E-Waste zu lösen. Bislang gibt es nur eine große Untersuchung, die sich mit dem Gebrauchtmarkt für elektronische Geräte befasst. Sie wurde von den Vereinten Nationen 2009 herausgegeben. Schon damals importiert Ghana jährlich 215.000 Tonnen Elektromüll. Nur 30% davon sind Neuware, 70% gebraucht. Wovon 15% so unbrauchbar sind, dass sie direkt auf der Müllhalde landen. Wenn wir Ghanaer schon wissen, wie viele Nachteile das alles hat und auch die Politiker darüber Bescheid wissen, dann fragt man sich doch, was machen die eigentlich seit Jahrzehnten? Teure Anzüge tragen und im Fernsehen auftreten, mehr nicht. Man weiß doch, wie gefährlich Elektromüll ist, wie er die Ghanaer betrifft. Das Problem mit dem Müll trifft uns tief im Herzen. Es hat Einfluss auf unser tägliches Leben. Und was unternehmen die Politiker, damit es aufhört? Gar nichts. Bei dem ganzen illegalen Geschäft drücken sie ein Auge zu, weil sie große Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren. Die Menschen müssen in diesem Fall zusammenarbeiten und sich der Herausforderung stellen. Selbst wenn unser Präsident morgen als Zeichen gegen Elektroschrott eine Konvention unterschreiben würde, dann bekommt das doch keiner richtig mit. Menschen wie meine Großmutter wissen nichts darüber. Und diese Menschen sind bei uns immer noch in der Mehrzahl. Viele Wege führen in den Sumpf. Der Weg des Schrotts ist schwierig zu verfolgen. Selbst Offizielle wissen nur wenig. Es gibt ungefähr 25 verschiedene Terminals im Hafen von Accra, die alle genau überwacht werden müssen. Aber da die Waren fast immer falsch deklariert sind, kann man noch nicht mal ein Viertel davon überwachen. Wenn der gesamte Inhalt eines 40-Tonnen-Containers geschreddert wird, braucht man dazu einen ganzen Tag und kann in der Zeit natürlich nicht überwachen, was mit den anderen Containern sonst noch passiert. Es geht doch schon an der Grenze beim Zoll los. Alle dort wissen, was im Container ist, und trotzdem schauen sie alle weg. Würde ich den jeweiligen Container wieder zurückschicken, dann würde mich das ungefähr $12.000 kosten. Das ist doch irgendwo auch unser Geld. Und für jedes einzelne Gerät, was weggeschmissen wird, muss sogar noch eine Gebühr gezahlt werden. Doch wer bekommt dann das Geld aus diesem Verkauf? Die internationalen Geldströme geben Rätsel auf. Immer mehr. Wenn Ghana den Elektroschrott importiert, dann wird er durch die Behörden besteuert. Man weiß, dass es Schrott ist, dass es nicht gut für das Land ist. Warum erhebt man trotzdem noch Steuern? Der Aktivist Robin Ingenthron berät seit Jahren in verschiedenen Ländern Organisationen zum Thema E-Waste. Diese Länder besitzen doch nichts. Keine natürlichen Ressourcen wie Diamanten oder Öl. Was haben sie? Menschen, die kaputte Geräte wieder reparieren. Leute in Singapur kaufen gebrauchte Festplatten aus den USA und setzen sie wieder instand. Jetzt müssten die großen Firmen reagieren und Werke bauen, in denen die ganzen Sachen repariert werden können. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Ein Mann, der Fernsehgeräte repariert, ist doch eigentlich ein Ingenieur, oder? Aber es ist doch klar, in Afrika können sie nicht einfach so Raketeningenieur werden. Dazu fehlt ihnen die Bildung. Sie haben das Reparieren der elektronischen Geräte nur gelernt,
weil sie in die Betriebsanleitungen schauen und einfach loslegen. Deshalb kann jemand anderes jetzt in Afrika im Fernsehen Fußball schauen. Vorher ging das nicht. Jetzt sind sie online und haben E-Mail. Vorher hatten sie das auch nicht. Übrigens, auch die Hersteller freut diese Entwicklung. Denn je mehr Afrikaner sich einen Internetzugang leisten können, desto mehr Menschen aus Asien, Indien, Afrika oder Südamerika werden sich eines Tages einen Facebook-Account zulegen. Und warum? Ganz einfach, weil sie sich eines Tages einen neuen Computer leisten können. Akbok Bloshi ist ein wichtiger Arbeitsplatz für die Einheimischen. Er ist einer der größten globalen Schrottplätze für Müll aus aller Welt. Doch viele Altlasten werden gar nicht entsorgt. Die Regierung hat leider nicht die Entschlossenheit, den Mut und die Stärke, diese ganzen Vorgänge zu stoppen. Denn wenn die Entsorgung des Schrotts aufhören sollte, dann betrifft das gleich tausende Menschen. Es wird sofort einen rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. In Akbok Bloshi gibt es Familien, die nur vom Sammeln des Elektromülls leben. Das ernährt sie gewissermaßen. Sie suchen Kupfer, Blei und Aluminium oder andere Metalle. Und jede Regierung, die dort eingreift und die Zustände beenden möchte, verliert mit dieser Entscheidung ganz sicher tausende Wählerstimmen. Das sind potenzielle Wähler. Darum geht es. Das ist der Punkt. Die meisten Sammler hier, sogenannte Scavenger, suchen nach Kabeln. Um an wertvolle Metalle wie Kupfer und Zink zu kommen, muss die Plastikummantelung verbrannt werden. Danach werden die Metalle getrennt und weiterverkauft. Durch das Abbrennen entsteht hochgiftiger Rauch. Es sind vor allem Kinder und Jugendliche, die hier arbeiten. Ich heiße Razak. Ich suche nach Kupfer. Bei der Suche nach den Metallen geht es um jedes Gramm. Kein Geld, keine Geschäfte. Der beißende Rauch, der beim Abbrennen der Kunststoffkabel entsteht, setzt krebserregende Stoffe frei. Vielen hier ist das nicht klar. Der Kerl hier, das ist Wanda. Ist das dein Palast? Ja. Schau mal hier. Wenn mir zu heiß ist, komme ich hierher, um zu trinken. So werde ich wieder fit. Hier kann uns das Feuer nichts anhaben, also schlafen wir hier. Wir haben einfach nicht genügend Geld, um hier auszusteigen. Jeder hat seine Aufgabe in Akbok Bloshi. Mädchen bieten Wasser an. Kinder suchen mit Magneten nach Metall tief unten im Dreck. Hirten lassen ihre Schafe und Ziegen im Müll grasen. Der Schrottplatz bietet allen ein Auskommen. Uns fehlen ganz einfach gute Jobangebote. Das hier ist unsere Arbeit, mit der man auch nicht aufhören kann. Selbst wenn die Leute mit Krebs ins Krankenhaus kommen. Doch dann fehlt wieder das Geld, dass sie nicht arbeiten gehen können. Und ohne Geld kann man sich und seiner Familie nichts zu essen kaufen. Das ist fatal. Ich zum Beispiel, ich muss diese Arbeit hier ganz einfach machen. Es geht gar nicht anders. Manchmal aber müssen wir eben auch Dinge tun, die man nicht kann. Man tut es aber dann trotzdem, weil es eben Geld bringt. Einige wollen mehr Geld. Sie wollen besser verdienen. Dann schaffen sie es aber nicht und sterben. Jugendliche haben es in Ghana besonders schwer. Die Situation verbessert sich zwar, aber nur sehr langsam. Das Armutsgefälle zwischen dem Norden und dem Süden des Landes ist sehr groß. Deshalb kommen aus allen Landesteilen junge Leute, aber auch schon Kinder in die Hauptstadt Accra. Und hier in diesem Moloch sind sie auf der Suche nach Arbeit. Teilweise sind es noch Kinder, die hier nach Elektromüll suchen. Weil sie körperlich noch nicht ganz so kräftig sind, suchen sie mit einem Sieb nach den Metallen im Erdreich. Verkaufen sie diese Metalle dann, reicht es schon wieder für eine kleine Mahlzeit. Das Metall wird später abgewogen und nach Gewicht ausbezahlt. Dann kommt wieder eine andere Person dazu und schafft das ganze Zeug runter in den Hafen. Von dort geht es zu den Firmen, die den Kupfer und die anderen Metalle für die Weiterverarbeitung brauchen.
Die Jugendlichen in Akbogbloschi wissen oft nicht um die gesundheitsgefährdenden Belastungen, die beim Verbrennen der Kabel entstehen. Die Gase sind hochtoxisch und verursachen schwere Atemwegserkrankungen. Auch das Krebsrisiko ist deutlich höher als anderswo. Nur eine einzige Apotheke versorgt den Slum. Da viele der Kinder Waisen sind, haben sie kein Geld für Medikamente. Die Apothekerin tut, was sie kann. Das ist mehr oder weniger die Klinik hier im Slum. Die Kinder kommen mit Bauchweh, einige müssen sich auch übergeben. Dann versorge ich sie so gut ich kann, obwohl ich weiß, dass sie das nicht bezahlen können. Also gebe ich ihnen Arzneimittel, die eben etwas günstiger sind. Mehr als 7000 Kilometer entfernt von Accra liegt Exeter in England. Hier untersucht im Auftrag von Greenpeace bereits seit Jahren Dr. Kevin Bridgen die Auswirkungen von Elektromüll auf die Umwelt. Er befürchtet eine humanitäre Krise in Akbogbloschi. In Akbogbloschi finden wir verschiedene Kontaminierungen. Dort, wo der Müll abgeladen wird, trifft man auf eine ganze Bandbreite von Chemikalien. Wir haben extrem hohe Werte verschiedener giftiger Metalle, zum Beispiel Blei und Cadmium. Aber auch viele andere chemische Stoffe treten dort auf. Viele davon werden schon bei der Herstellung eingesetzt, andere wiederum werden erst dort freigesetzt, beim Verbrennen vor allem. Fast alle Stoffe lagern sich dauerhaft in der Umwelt ein, jahrelang zum Teil. So gelangen einige sogar in die Nahrungskette. Durch das unsachgemäße Recyceln des Elektromülls findet also schon eine sehr starke Umweltverschmutzung statt. Dabei hat man das Problem eigentlich schon geregelt. Die Basler Konvention ist eine offizielle Übereinkunft, um den Handel mit Elektroschrott zu kontrollieren. 1989 wurde sie vereinbart. Die Juristin Katharina Kummer war 5 Jahre lang Generalsekretärin der Gesellschaft und hat das maßgebliche Standardwerk mitverfasst. Jemand entdeckt ein neues Problem für die Umwelt und dafür muss eine Lösung gefunden werden. Das war der Kern der Basler Konvention. Generell kann man sagen, war das die Vereinbarung der internationalen Gemeinschaft, eine gemeinsame Verantwortlichkeit herzustellen, um dem Problem zu begegnen, dass Industrieländer ihren Müll einfach in Entwicklungsländer verschiffen. Denn in den Entwicklungsländern gibt es keinerlei behördliche Kontrolle. Das schafft viele weitere Probleme. Tonnenweise kommen gefährliche Stoffe aus der ganzen Welt in diese afrikanischen Länder und dort werden sie einfach abgeladen. Das macht die Menschen dort krank. Es kommt sogar zu Todesfällen. Es ist eine riesige Umweltsünde, die dort begangen wird. Alles wird vergiftet, Tiere und Flüsse, Landschaften. Und das hat mich motiviert, dagegen anzukämpfen und das Problem zu beenden. In der Praxis müssen die Empfehlungen und Beschlüsse der Basler Konvention von den einzelnen Ländern durchgesetzt werden. Erfolgreich kann die Konvention aber nur dann sein, wenn die internationale Zusammenarbeit funktioniert. Leider gibt es Ausnahmen. Die USA haben die Beschlüsse nie anerkannt. In Deutschland ist die Konvention von Anfang an in Kraft. Internationale Vereinbarungen regeln also nur Rahmenbedingungen. Das ist zu wenig. Es gehört zur Verantwortung eines jeden Einzelnen, das Problem E-Waste lösungsorientiert anzugehen. Restart ist ein soziales Projekt, in dem wir versuchen, Leute im Umgang mit Elektronikgeräten und neuen Technologien zu sensibilisieren. Das geht bereits im Kleinen los, mit dem Reparieren, und geht über den bewussten Einsatz der Geräte im täglichen Leben. Es hilft sehr, sich mit der Technik zu befassen und sie dauerhaft nutzbar zu machen. Nicht wegwerfen, reparieren, lautet der Ratschlag. Oft ist es doch so, dass wir ein viel besseres Verständnis für eine Sache bekommen, wenn wir uns damit befassen.
So ist es auch hier. Verstehen, warum etwas kaputt gegangen ist. Wie man es wieder instand setzen kann. Es fängt im Kleinen an. Gegenseitige Hilfe ist dabei wichtig. Ob einzeln oder in Gruppen. Alleine der Versuch, etwas wieder instand zu setzen, lohnt sich schon. Eine im Grunde vielversprechende Zukunftsvision, die aktuellen Probleme in Akbogbloschi aber nicht lösen kann. Wir wissen doch, wie gefährlich das ist. Jedem in Ghana ist klar, dass das Verbrennen von Plastik, zum Beispiel bei den Kabeln, extrem gesundheitsschädigend ist. Um das zu wissen, muss man nicht zur Schule gehen. Das spürt man sofort. Der Husten ist direkt da, der Würgereiz. Dazu ist kein Arzt nötig. Das wissen wir auch so. Ghana müsste Müllgebühren erhalten, um den Bau von Recyclingfabriken zu fördern. Doch die Gebühren bleiben in den westlichen Industriestaaten und werden dort in Recyclinganlagen gesteckt. Sieh mal, wie wir leiden. Die Regierung müsste etwas für uns tun, für die jungen Leute. Es sollte etwas geschaffen werden, Fabriken, Geschäftsbereiche. Es müsste sich doch auch für die ausländischen Firmen lohnen, hierher nach Ghana zu kommen, mit großen Fabriken, sodass die Jugend davon profitieren könnte. Aber das passiert nicht. Also fangen wir an, die Kabel anzukokeln. Das sind alles Verbrennungen. Schau es dir doch einfach mal an. Narben, die bleiben. Körperliche Narben. Von den psychischen ganz zu schweigen. Die verheilen vielleicht niemals. Doch die Menschen in Akbogbloschi sind auf das Einkommen durch das Recycling angewiesen. Unterstützung vom Staat gibt es keine. Was bleibt, sind Privatinitiativen. Wir wollten einfach einen konstruktiven Ansatz auf die Reihe bekommen. Wie sah der aus? Wir haben drei der Anführer, Yarul, Awal und Razak, mitgenommen, um etwas auszuprobieren. Anstatt die Kabel zu verbrennen, haben sie 5 Stück mitgenommen und sind mit uns nach Tamale gefahren. In Tamale hat Sule, ein Computertechniker, der aus demselben Dorf wie die Jungs stammt und dessen Vater Goldschmied ist, uns dann seine Idee vorgestellt. Wir haben die Kabel so bearbeitet, dass das Metall nicht geschmolzen ist. Und die Kupferdrähte konnte Sules Vater, der Goldschmied, dann zu Schmuck weiterverarbeiten. Den Leuten haben wir erklärt, dass durch den Kauf eines solchen Schmuckstücks den Arbeitern, die die Metalle freigelegt haben, direkt geholfen wird. Statt zu spenden oder Steuergelder in millionenteure Schreddermaschinen zu verschwenden, können sie auf diese Weise direkt den Betroffenen helfen. Ich habe keine Ahnung, ob das Verfahren dauerhaft funktioniert, aber die Idee als solche war schon cool. Und das Wichtigste, sie kam von den Leuten hier. Cool to see, you know, an African technician bring his idea to the table. Vor Ort versuchen auch Hilfsorganisationen zu unterstützen. Sozialarbeiter wie Wolfgang McDinn kennen das gesamte Ausmaß der Katastrophe. Die meisten Kinder kommen aus dem Norden Ghanas, denn dort gibt es für sie keine Perspektiven. Dort haben sie nicht die Möglichkeit, für sich zu sorgen. Es sind viele Waisen dabei oder Kinder, die nur noch einen Elternteil haben. Sie werden hierher geschickt, um zu arbeiten. Das mühsam verdiente Geld wird dann immer mit der Post heimgeschickt. Es ist eine sehr schwierige Situation für die Kinder, denn es ist hier doch so ganz anders, als man ihnen zu Hause erzählt hat. Nun sind sie aber gekommen. Sie sind da, leben und schlafen im Dunst des Elektroschrotts auf dieser riesigen Müllkippe. Die ganze Zeit sind sie hier. Es ist ihr Zuhause. Und alles spielt sich inmitten des brennenden Mülls ab. Wenn sie den Müll abfackeln, dann gibt es eben ein paar Cent. Es gibt Kinder, die wollen Mechaniker werden. Die Mädchen möchten gerne als Näherin arbeiten. Es ist hart für die Kinder aus dem Norden hier. Dort oben gibt es keine Jobs, also kommen sie hierher, suchen Kupfer und wollen den zu Geld machen. Denn im Norden unseres Landes können sie nicht mal mehr als Bauern arbeiten, da es dort kaum regnet. Wie soll das gehen? Das Armutsgefälle ist in Ghana sehr hoch.
Wüstenähnliches Klima und lange Dürreperioden haben den Norden ausgemergelt. Es gibt kaum noch Ackerbau und Viehzucht. Fast alle Familien sind ohne Perspektive. Alassa ist 13 Jahre alt und Müllsammler. Jetzt ist er auf der 14-stündigen Heimfahrt von Akbok Bloschi in sein Heimatdorf im Norden. Es ist das erste Mal nach 3 Jahren, dass er zu seiner Familie heimfährt. Siehst du das Haus? Mein Vater will hier schlafen, mein Bruder auch. Mein Vater, meine Mutter wollen hier schlafen, ich auch, aber wo? Ich habe kein Zimmer, ich habe gar nichts. Immer wenn ich Accra verlasse und hier hochkomme, ist das so. Ich muss Müll verbrennen, um Geld zu verdienen. So kann ich mich um meine Familie kümmern. So wie Alassa arbeitet auch Moses jahrelang als Müllsammler in Akbok Bloschi und verbrennt Elektroabfall für die Schrotthändler. Aber im Unterschied zu den meisten anderen hat Moses einen Plan. Er investiert sein Geld in Lehrgänge und Weiterbildung, um einen Abschluss zu machen. Mittlerweile hat er sein Diplom in der Tasche. Das ist seine Fahrkarte heraus aus Akbok Bloschi. Nun hat er einen einträglichen Job. Immer mal wieder kehrt er an den Ort zurück, der als einer der 10 giftigsten auf der ganzen Welt gilt. Es ist für ihn ein Déjà-vu der ganz besonderen Art. Da drüben, wo die Flagge weht, da habe ich früher immer geschlafen. Da, wo Ghanas Flagge zu sehen ist. Da habe ich in der Regel übernachtet. Oft habe ich nur in einem Karton gelegen, den wir vorher aufgeklappt hatten, um uns dann damit zu bedecken. 3 oder 4 Monate lang ging das so. Oder hier am Wasser, da haben wir auch geschlafen. Damals war das Wasser noch tiefer. Das kann man heute noch erahnen, wie viel Wasser und Müll genau an der Stelle waren. Das war schon schlimm gewesen. Das ist noch zu sehen. Dazu gab es Moskitos und immer einen üblen Geruch. An dem Ort hier sterben Menschen. Hier sind Freunde von mir gestorben. Das hat mich noch lange beschäftigt. Es war vor allem eine Frage, die mich umgetrieben hat. Wann komme ich hier raus? Gebetet habe ich darum. Rauskommen. Keine Computer mehr verschrotten. Recyceln oder einfach nur Kupfer suchen. Jetzt mache ich das nicht mehr. Heute verwende ich täglich Computer. Ich arbeite mit ihnen. Und ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Moses hat sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf befreien können. Er möchte etwas zurückgeben. Denke immer daran, dass du etwas machen möchtest, hinter dem du auch voll stehst. Und selbst wenn das nicht ganz klappt, dann kannst du aber immer wieder neue Bewerbungen ausfüllen. Du weißt, was ich meine, ja? Verlange immer Anträge, wenn du dich weiterbilden willst oder Unterricht nehmen möchtest. Auch wenn die was kosten, versuche es. Vielleicht hast du ja nach einem Monat das Geld zusammen und kannst die Schulgebühr bezahlen. Warte nicht auf Hilfe. Du kannst höchstens um Unterstützung bitten, wenn du schon auf dem Weg bist. Mehr aber nicht. Du fängst zwar mit nichts an, aber nur du selbst kannst dir helfen und es schaffen. Vielleicht lässt sich Alassa durch Moses' Geschichte inspirieren. Möglicherweise gelingt auch ihm irgendwann der Absprung aus Akbok Bloschi. Doch die Realität ist ernüchternd. Elektromüll, Gesundheits- und Umweltschäden sind hier Teil des Alltags und sprengen die Grenzen der Deponie, die immer größer wird, da der weltweite E-Waste zunimmt. Als Außenstehender betrachtet man den Elektromüll immer im Sinne von Gebrauchtwaren, die in das Land importiert werden. So wie bei gebrauchten Autos. Aber es ist anders. Es geht viel, viel weiter. Auch die Nahrungskette ist von dem giftigen Recycling betroffen. Man muss doch nur in die Schlachthöfe schauen, wie dort gearbeitet wird. Die Tiere werden bei lebendigem Leib gehäutet. Sie nehmen alte Autoreifen, gießen Benzin drüber, zünden die Reifen an, legen die Tiere drauf und brennen das Fell ab.
Die Tiere werden so gehäutet und das Fleisch landet später bei uns auf dem Teller. Nicht nur bei den einfachen Leuten, nein, auch bei den reichen Menschen. Das sind doch die täglichen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, die auch durch Elektromüll verursacht werden. These are day-to-day challenges of e-waste we are seeing. Die Müllsammler verdienen auf dem Schrottplatz von Akbok Bloschi umgerechnet etwa 2 US-Dollar pro Tag, also etwa 1,70 Euro. Dieser Hungerlohn reicht gerade einmal für Miete und Essen aus. Demgegenüber stehen Milliarden Einnahmen durch die Elektronikindustrie. Eine schreckliche Diskrepanz. Schau mal. Essen kostet Geld. Ganz einfach. Alle unsere Hände sind verletzt, haben Schnittwunden, Kratzer. Zum Teil auch von den Moskitos hier und den roten Ameisen. Meine Beine, die fressen sie bald noch auf. Schau dir das nur an, diese Moskitos. Moskitos. Alle unsere Körper sind geschunden von den Insekten, von den Moskitos. Diese Moskitobisse. Wir bräuchten dringend Medizin, um die Stiche zu behandeln. Mein Körper schmerzt. Es tut mir weh. Marihuana hilft. Es hilft wirklich. Was von außen betrachtet chaotisch und unstrukturiert wirkt, ist tatsächlich streng organisiert und kontrolliert. Auf der Müllhalde gibt es einen Boss, eine Art Vorsitzenden. An ihn müssen die Schrottarbeiter zahlen. Für Miete, Licht, Wasser. Gerät ein Bewohner in Zahlungsrückstand, greifen die eigenen Gesetze von Akbok Bloschi. Häufig wird das Haus unter Gewaltanwendung geräumt. Das Leben auf der Gifthalde kann mitunter sehr gewalttätig sein. Kommt das Feuer, geht es oft sehr schnell. Kürzlich erst verwüstete ein Feuer einen Teil der Siedlungen hier auf der Deponie. Feuer ist eine der größten Gefahren in Akbok Bloschi. Überall brennt es immer zu. Um die Plastikkabel zu schmelzen, um zu kochen und um sich zu wärmen. Und so kommt es häufig zu schweren Unfällen. Am gefährlichsten ist es in der Nacht, wenn die Gifthalde brennt und kaum einer einen Blick für die vielen einzelnen Feuer hat, weil jeder schlafen möchte. Doch auch am Tag kann es zu schweren Unfällen kommen. Letzte Woche Freitag ist ein Schrottsammler, einer von den Jungs, die hier nach Kabeln und Computern suchen, von einem Auto angefahren worden. Er ist nicht sofort hier auf der Müllkippe verstorben. Die Frau, die ihn angefahren hat, ist mit ihm in ein Krankenhaus in der Nähe gefahren. Aber die Ärzte dort haben sich nicht um ihn gekümmert, ihn quasi links liegen gelassen. Also ist er dort verstorben. Bevor wir ihn dann begraben haben, haben wir einige persönliche Gegenstände von ihm an uns genommen und an seine Mutter nach Hause geschickt. Das hat bei uns Tradition. Die Familie lebt im Norden Ghanas, in Savlugu. Also haben wir die persönlichen Überbleibsel von ihm dorthin geschickt, damit seine Familie wirklich versteht, dass er verstorben ist und ihn betrauern kann. Es war einfach kein Geld da, um die Ärzte zu bezahlen, die sich um ihn kümmern sollten, als er verletzt war. Also musste er sterben. Um die katastrophalen Bedingungen zu beenden, muss mehr passieren, als nur den Stopp gebrauchter Elektronikartikel zu verhängen. Die Nachhaltigkeit sollte von den Menschen vor Ort gestaltet werden. Doch dazu müssen sie auch die Chance bekommen. Als ich wieder nach Afrika gekommen bin, hat einer meiner Studenten einen Rechner repariert. Er hat die Kühlung ausgetauscht. Die Reparatur hatte einen Wert von 700 US-Dollar und dauerte 45 Minuten. Das war beeindruckend. Das eigentliche Problem sind doch Hotels wie dieses hier, mit ihren 1000 Zimmern, die nun alle Fernsehgeräte ersetzen.
Denn die Gäste wollen Flachbildfernseher auf dem Zimmer haben. Das muss man sich mal vorstellen. Tausende funktionierende Fernseher werden mal einfach so ersetzt, weil der Gast es so haben möchte. Somebody like Joe Benson in Und dann kommt so ein Typ wie Joe Benson in London, sieht das und sagt sich, hey, hier sind 600 funktionierende Röhrenfernseher. Er nimmt die und verkauft sie weiter. Und genau diese Geräte findet man später nicht bei den Kindern auf der Müllhalde, die dort arbeiten mit den weißen Monitoren von 1995. Die werden da verbrannt. Der Händler Joe Benson nimmt im Geschäft mit illegalem Elektroschrott eine Schlüsselrolle ein. Er ist der Erste, der deshalb in Großbritannien verurteilt wird und ins Gefängnis geht. Ich bin ein Geschäftsmann und in unserem Geschäft geht es nur um An- und Verkauf. Ganz Afrika kauft bei uns. Alles wird korrekt abgewickelt. Das erste Meeting mit der Umweltagentur war 2008. Damals hatten sie überhaupt keinen Schimmer davon, dass es dieses Business überhaupt gibt. Es gab keine Überprüfungen. Sie hatten keine Anhaltspunkte zu den Fernsehern. Die Umweltagentur kann nicht einfach kommen und die Container öffnen. Davon werden die Kabel auch nicht fürs Recycling gewonnen. Wenn wir nicht mit dem arbeiten, was wir haben, wenn wir das nicht nutzen, dann kommen wir niemals voran. Und die Umwelt, die ist komplett im Eimer. Die Umweltagentur sollte einfach mal ehrlich sein und nach Afrika kommen. Und die afrikanische Regierung muss dazu verdonnert werden, Recycling zu betreiben. Joe Benson wanderte für seinen illegalen Handel mit E-Waste für insgesamt 16 Monate ins Gefängnis. Menschen wie Joe Benson und auch andere, die in diesem Geschäft tätig sind, tun eigentlich etwas sehr Sinnvolles und Zweckmäßiges. Leute wie er ermöglichen Menschen, die sich keine neuen, hochwertigen Produkte leisten können, den Zugang zu elektronischen Geräten wie Computern und helfen so, das Leben von solchen Geräten durch Reparaturen zu verlängern. Außerdem ist er Geschäftsmann. Für wertlosen Müll würde er nie Geld ausgeben. Gegenstände, die ständig wieder repariert und wieder genutzt werden, landen am Ende dann doch irgendwann im Müll. Und genau an diesem Punkt hakt er ein, weil er weiß, dass Afrika keine Recyclingmöglichkeiten bietet. Da hat er recht. Und die ursprüngliche Auffassung der Basler Konvention war, auf einen einfachen Nenner gebracht, gebrauchte Waren als Müll zu bezeichnen. Dieser Ansatz wiederum aber stammt aus den späten 80er Jahren. Damals hatten wir einfach kein Problem mit Elektroschrott. Also gab es auch keine klare Definition darüber, was Elektromüll ist und was nicht. Meine Vision wäre, aber das ist ein wirklich hehrer Gedanke, dass Müll als Ressource betrachtet wird. Auf der Gifthalde von Agbogbloshie ist man davon noch weit entfernt. In Ghana lebt Mohamed Wahab, einer der Männer, die wie Joe Benson als Händler tätig sind. Es ist bemerkenswert, wie verschieden die Länder mit Menschen umgehen, die in diesem Geschäft aktiv sind. Die einen, wie Großbritannien, greifen sehr hart durch, wie im Falle Joe Benson. Andere werden überhaupt nicht aktiv. So kann ein Händler wie Mohamed Wahab in Ghana ungestört arbeiten. Joe Benson ist nicht der Einzige, der gebrauchte Elektronik nach Ghana verschifft. Ich bin auch Teil des Geschäfts. Ich mache das auch. Ein Grund dafür, dass ich das so offen sagen kann, ist, dass ich Zollgebühren zahlen muss. $10,000 zum Teil. Es wird noch dauern, bis die Behörden kapieren, dass das, was wir ihnen sagen, richtig ist. Von heute auf morgen passiert das nicht. Wir müssen sie dazu bringen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Die Behörden wissen ja nicht, was alles passiert, wie die gesundheitlichen Schäden durch das Verbrennen des Mülls aussehen, wie gefährlich das ist. Das sind doch auch nur Menschen, die eine Zukunft haben möchten. Five years ago,
Vor 5 Jahren waren wir schon mal nahe am Wahnsinn. Interpol hatte eine Kampagne ins Leben gerufen, die hieß Projekt Eden. Alle Menschen, die Fernseher nach Afrika importierten, sollten in Haft genommen werden. Leute wie Joe Benson und hunderte andere Typen, so wie mein Freund Wahab. Ich habe dann eine Gegenbewegung gegründet, Fair Trade Recycling. Die sollte ein Netzwerk auf dem afrikanischen Technologiesektor begründen. Create a network in Africa's tech sector, so that they can communicate better to the regulators that I used to work with and say. Die Kommunikation sollte vor allem verbessert werden. Es sollte einen direkteren Austausch mit den Kontrollinstanzen geben. Es ist doch so, selbst wenn man 1000 Joe Bensons in den Knast schicken würde und jeden Wahab hinter Gittern bringen würde, hätte das keine Auswirkungen auf die Lieferungen, die vor 20 Jahren nach Agbog Bloshie importiert wurden. In London hat der Ingenieur Hall Watts ein Verfahren entwickelt, mit dem die Kabel vom Plastik befreit werden. Ohne Feuer. Das Gefährlichste ist das Abbrennen der Kabel. Das verursacht Dioxine. Der Rauch ist extrem schädlich. Mein System arbeitet folgendermaßen. Zu Beginn werden die Kabel hier reingesteckt. Innen ist eine Art Schredder drin, der die Ummantelung von den Kabeln runterzieht. Die kommen dann unten raus. Genauso das Metall. Ein bunter Mix aus Plastik und Metall. Aber die Komponenten müssen getrennt werden. Das ist das eigentlich Aufwendige. Das Schreddern ist leicht. Für das Trennen haben wir eine zweite Maschine entwickelt, die mit einer Art Pumpe arbeitet. Am Schluss sammelt sich hier in diesem Behälter das Kupfer und das Plastik landet im Becken. Das ist es im Grunde. Zufrieden bin ich, dass es technisch gut funktioniert. Schade ist aber, dass es noch nicht der breiten Masse zugänglich ist. Im Moment ist es also eher ein Konzept als eine dauerhafte Lösung. Zurück in Agbog Bloshie, Ghana, wo Jungs wie Alassa noch nicht von der einfachen Erfindung des englischen Ingenieurs profitieren. Und aus eigener Kraft hat er den Sprung aus der Gifthalde auch noch nicht geschafft. Das ist der Grund, warum ich ein eigenes Haus brauche. Ich habe kein eigenes. Ich werde auch keines bekommen. Die internationale Gemeinschaft muss handeln und Verantwortung übernehmen. Unabhängig von Verantwortlichkeiten und der Frage, wer hat Schuld an der Misere? Denn die Lösung liegt nahe. Wenn westliche Industriestaaten ihre Entsorgungsgebühren nutzen würden, um Recyclinganlagen in Afrika zu errichten, könnten die lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen und die Umweltzerstörung beendet werden. Leg die Kamera zur Seite. Setz dich in einen der Busse von Accra. Die gibt es hier zuhauf. Auch eine Art E-Waste. Soll ich aber dafür die Weißen verantwortlich machen? Nein. Wer erhebt Steuern auf den Bus? Die Regierung von Ghana. Wer erteilt dem Bus die Lizenz? Die Regierung. Warum sollte ich die Weißen beschuldigen, etwas falsch gemacht zu haben? So ist das Spiel. Schuld, Unschuld. Man sucht die Schuld immer woanders und löst so nie das Problem. Wenn wir das wirklich stoppen wollen, dann frage ich mich, warum kämpfen wir nicht dafür? If we really want to stop them, why are we not fighting them?